Hallo zusammen, ich melde mich wieder nach einer unfreiwilligen und viel zu langen Pause. Ja, mir ist meine halbe Technik hier irgendwie abgeschmiert. Zuerst hat mein Sohn hier meine Kamera halb demoliert, dann ist mir mein Handy runtergefallen, jetzt hat es einen Sprung. Und ja, mein Schnittprogramm, das zickt ja schon ewig rum, seit Monaten bestimmt. Und ja, jetzt hat es natürlich den Geist aufgegeben und das ist mega nervig. Aber jetzt geht es wieder alles, so halb. Ich habe es wieder in den Griff gekriegt und deswegen kann ich heute endlich dieses Video machen. Teilweise habe ich nämlich schon vor Wochen Fotos und Videoaufnahmen gemacht von den Sachen, die ich euch jetzt zeige. Das ist jetzt noch so ein bisschen vor Osterzeit. Deswegen werdet ihr das ein oder andere Österliche hier in diesem Video entdecken. Es tut mir sehr leid. Also ich wollte das ja eigentlich auch an Ostern, aber es ging halt nicht. Ist technisch, ne, so ist das. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Und es gibt die eigentliche Osterverlosung dann eben jetzt. Warum nicht? Man freut sich ja immer über Geschenke, nicht wahr? Der Frühling ist hier im Hause eingezogen. Ich habe ein bisschen Wohnzeug und Balkonzeug, Dekozeug geshoppt bei meinen absoluten Lieblingsläden. Es ist nicht Ikea, so viel sei gesagt. Und ja, ich möchte heute so ein paar Sachen zeigen. Was heißt ein paar? Ich möchte euch halt alles erbarmungslos, schonungslos zeigen, was ich frühlingsmäßiges gekauft habe. Und unter anderem sind da auch diese wunderbaren Topfpflanzen dabei, diese Hydro-Topfpflanzen. Und ich muss ja ehrlich sehen, ich gestehen, ich bin ja echt so ein Plastikblumen-Mädchen. Bis auf wenige Ausnahmen, so Schnittblumen, habe ich wirklich nicht eine einzige lebendige Pflanze in meinem Haushalt. Ich gebe es zu, für mich ist das echt wahnsinnig schwierig, irgendwie mich um Pflanzen zu kümmern. Und wie ihr ja wisst, bekomme ich des Öfteren ja mal Produktvorschläge per E-Mail zugeschickt. Da sind manchmal auch ganz absurde Sachen bei, von denen ich mich frage, was zum Teufel? Irgendwelche Öle, die man ins Klo tropft und dann riecht dein Pupu nicht mehr. Oder ich glaube, sexy Dessous waren auch schon dabei, also so Reizwäsche. Und da frage ich mich ehrlich, warum? Warum schicken die Leute mir solche Sachen? Und zwar geht es um Evergreen. Da kann man sich Blumen, so Topfpflanzen für sein Zuhause bestellen, aussuchen. Je nachdem, ob man einen sonnigen oder schattigen Platz hat, da kann man schon mal aussuchen. Und dann schicken die Blumen einem nach Hause. Also falls ihr schon immer gefragt habt, wie Blumen verschickt werden, ich habe euch Fotos gemacht. Die Blumen habe ich jetzt schon seit einigen Wochen. Wie immer, ihr wisst, ich prüfe alles immer auf Herz und Nieren. Die Blumen leben tatsächlich noch. Und das Allergeilste an der Geschichte ist, wo es bei mir auch immer hapert, man bekommt regelmäßig E-Mails von Evergreen mit der Erinnerung, dass man seine Blumen gießen muss. Man hat zwar diesen Wasserstand Dings, Pinöppel in den Blumen drin. Man kann also sehen, ob die Wasser haben oder nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich wirklich eine wahnsinnige Hilfe. Ich habe erst gedacht so, ja, das brauche ich bestimmt nie, nie. Aber doch, jedes Mal, wenn die E-Mail kommt, denke ich, oh, ja, da gehe ich jetzt mal gucken. Und dann, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, auch wenn man es um Blumen düngen geht. Da kriegt man auch nochmal eine E-Mail, aber das muss man sehr, 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 sehr selten machen. Und deswegen, also wässern dann doch schon häufiger. Also ich mache mit euch jetzt hier eine kleine Roomtour und ich zeige euch mal, was Mutti hier alles so schönes stehen und gekauft hat. Mein erstes Fundstück, Frühlingsfundstück, ist von Kaufland und zwar dieses schöne Frühlingsklopapier mit Frühlingsduft. Bei Action habe ich mir die silberfarbenen Glitzerkissen gekauft und diesen schönen kleinen Nachttisch, diesen Beistelltisch in Ombre-Farbverlauf. Und bei Xenos gibt es auch aktuell noch diese Lampenschirme, diese kleinen in Kupfer. Da habe ich mir schon echt ewig einen abgesucht nach. Und ich glaube, der kostete 4 Euro. Und diese mintfarbene Tasche, die feiere ich auch gerade so frühlingshaft. Die habe ich gekauft bei Just Fab. Und da seht ihr auch schon meine erste kleine Topfpflanze. Ich schwöre euch, sonst stand da nichts. Ich habe einfach sonst keine Pflanzen oder so ein Plastikgebäumsel. Und ja, das ist meine erste. Ich liebe diese. Die sieht so ein bisschen asiatisch Bonsai-mäßig aus. Ich stehe da total drauf. Jetzt sind wir schon auf meinem Balkon. Ja, das ist noch ein bisschen traurig. Ich gebe es ja zu. Aber es ist noch nicht die Pflanzzeit. Ich habe gesagt, Ende April fange ich an mit Pflanzen. Das ist alles noch hier von so einem Vormieter. Und ja, damit das schon mal ein bisschen bunt wird, habe ich mir diese Gartenerde-Spieße geholt. Diese Spieß
Gartenspieße mit lustigen Tierchen dran. Die waren so billig. Die waren so billig. Ich glaube, die haben 2-3 Euro gekostet oder so. Und dieser Baum, der da mit den Eiern beschmückt ist, ne, der ist nicht tot, der lebt noch. Der hat jetzt überall so kleine Triebe gekriegt. Also voll toll. Ach ja, und hier, Kreide. Ich habe mir Kreide geholt für 80 Cent. Straßenkreide und habe ja, unsere hässliche Mauer da ein bisschen verschönert. Ja, also das ist von meinem kleinen Sohn, das Kunstwerk. Also lasst kleine Kinder, die noch nicht so malen können, mal den Boden bemalen. Das ist mein nächstes Fundstück, ebenfalls bei Action. Dann habe ich einfach nur so eine schöne Vase draufgestellt mit Osterzweigen, Zweige. Das ist meine Tischdekoration von Ostern gewesen. Und ebenfalls von Action. Genau wie dieser kleine Butler, dieser kleine Tisch-Butler, der ist auch ebenfalls von Action, gibt's auch noch. Und die Kupferlampe wieder von Xenos. Ja, guck nicht auf die Blumen, ich hab doch gesagt, ich habe da nicht so ein Händchen für. Das sind meine Wohnzimmerpflanzen, da habe ich nämlich eher Schatten und ganz, ganz wenig mal Sonne. Und da sind die genau richtig für. Das macht richtig was her. Ich hätte es ja nicht gedacht, aber so lebendige Pflanzen, das ist schon schön, muss ich ja mal ehrlich sagen. Macht schon atmosphärischen kleinen Unterschied. Ja, die Spardose habe ich meiner Tochter geklaut. Die finde ich so schön und im Kinderzimmer geht die eh nur kaputt. Deswegen habe ich mir die da hingestellt. Das gibt noch ein bisschen so einen Farbtupfer ins Wohnzimmer. Da stehe ich voll drauf. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit der Küche. Da habe ich mir diese Eieruhr gekauft. Ich hatte sonst nämlich keine. Und diese Topflampe. Ebenfalls von Xenos. Jetzt fällt gerade ein Motorrad hier unter meinem Fenster lang. Sehr schön. Und alte, nochmal diese Metallblumentöpfe. Die sind auch alle von Action und Xenos. Für euch gibt es jetzt aber natürlich auch noch was zu gewinnen. Und zwar kann einer von euch eine wunderbare Topfpflanze sich aussuchen und gewinnen. Ihr müsst dafür nur in die Kommentare schreiben, welche der Pflanzen ihr gerne hättet. Und mit etwas Glück wird Mutti euch auswählen und dann bekommt ihr auch so eine wunderbare Topfpflanze nach Hause geschickt. Ich danke Evergreen auf jeden Fall ganz herzlich. Vielen Dank an das liebe Team, die auch meine wahnsinnig vielen Fragen immer geduldig beantwortet haben. Ja, ich teste halt immer alles auf Herz und Nieren und dann müssen die Firmen auch schon ein bisschen ein paar Fragen aushalten. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Spaß in dem Video. Wir sehen uns ganz bald wieder und ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.